Willkommen in der Schule. Die Babys sind erwachsen geworden. Das ist Holly. Und das ist Kelly. Wir machen heute einen Test. Ich bin gleich wieder da. Lass mich abschreiben. Was ist, wenn Mr. Jake zurückkommt? Mach dir darüber keine Sorgen. Er kommt nicht rein. Mach auf. Ich komm nicht rein. Beeil dich. Ich kann ihn nicht länger aufhalten. Wow, seht euch das Mädchen an. Und ihre Haare. Wow. Das ist meine Chance. Ich werde ihn mit meinen Haaren beeindrucken. Bist du okay? Wow. Ein kleiner Streich für Holly. Der Unterricht ist vorbei. Bis morgen. Bye, Leute. Bye, Kelly. Mein Schreibtisch. Diese Schüler heutzutage. Reicht das? Du hast da was in deinen Haaren. Kelly? Überraschung. Mir ist kalt. Ich schließe das Fenster. Warte, ich werde das Fenster schließen, ohne aufzustehen. Sieh mal, ein Lasso. Wahnsinn. Du solltest dich für eine Talentshow anmelden. Oh, was für ein süßer Hund. Keine Haustiere im Klassenzimmer. Der Hund muss draußen bleiben. Nein, Mr. Jake, bitte. Ich habe eine Idee. Und welche? Der Hund liebt diese weiche Haarmatte. Mädels, konzentriert euch. Endlich Nachtisch. Was ist das? Chefkoch, da ist ein Haar auf meinem Teller. Unglaublich. Los, beeil dich. Aha, dein Haar ist in meinem Dessert. Tut mir leid. Hey, gib mir dein Smartphone. Buh, gib ihm sein Smartphone zurück, du Idiot. Und was passiert, wenn ich es nicht zurückgebe? Warte. Nur eine Sekunde. Hier ist der Schläger. Was wolltest du? Nichts. Hier ist dein Smartphone. Hast du deinen Schläger immer dabei? Nicht schummeln. Ich beobachte euch. Er wird meine Spickzettel bestimmt nicht sehen. Was wird das hier? Sind das Spickzettel? Nein. Zeig mal her. Ah, Hilfe. Wo bin ich? Hilfe. Hey. Oh. Ich habe es gerade noch geschafft. Kelly, sind das Spickzettel? Nein, ich werde sie verstecken wie Holly. Kelly, das ist keine gute Idee. Dieser britische Schriftsteller heißt Stephen King. Nein, Stephen King ist Amerikaner. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Idee. Shakespeare? Eine Menge Haarspray. Haarspray ist eine geniale Idee. Shakespeare hat Hamlet geschrieben. Ah, jetzt habe ich alles verstanden. Hi. Ich will etwas Besonderes. Etwas wirklich Einzigartiges. Na klar. Auf geht's. Der Stylist ist ein echter Profi. Er braucht ganze 3 Stunden. Wow. Ein Kleid aus Haaren ist fantastisch. Mein Make-up ist fertig. Jetzt kann ich meine Haare machen. Zöpfe? Nein. Ich stecke sie hoch. So ist es besser. Oh nein, ein Haar ragt heraus. Ich muss es zurückbürsten. Es klappt nicht. Ich kümmere mich um dich. Wir müssen es leider auf die harte Tour machen. Du willst es ja nicht anders. Meine Haare! Wow, wo sind denn deine Haare? Alles nur wegen einem einzigen Haar.
Und wegen einer Krone. Kopf hoch. Ich habe mir etwas einfallen lassen. Jetzt hast du auch eine Krone. Danke, Holly. Ich kann es später erledigen. Und ich mache ein Lesezeichen aus meinen Haaren. Das kann ich auch machen. Fertig. Meine Haare gelangen ständig in die Augen. Das lenkt mich total ab. Nimm meine Haargummis. Ich bind meine Haare zu einem Pferdeschwanz. Kelly. Das ist echt kreativ. Das ist Theo. Er ist der beliebteste Junge der Schule. Hey. Oh, sorry. Ich hab es. Hi, ich bin Holly. Danke, dass du mein Smartphone gerettet hast. Gern geschehen. Sorry, ich muss los. Oh nein. Selfie, das sieht ja furchtbar aus. Nur wegen meiner Haare. Noch ein Versuch. Das wird nur noch schlimmer. Ich weiß. Holly, bitte. Na gut. Danke. Oh ja, Wahnsinn. Die Zeit ist um. Gebt mir eure Unterlagen. Los, Kelly. Mal sehen, was Kelly geschrieben hat. Oh, da ist dein Haar. Hollys Aufsatz. Es war ein Versehen. Sorry, dass ich dich störe, aber deine Haare sind mega schön. Darf ich ein Selfie machen? Oh, klar. So eine Frisur wollte ich schon immer haben. Danke. Was für ein komischer Typ. Ein Tag später. Schüler, das ist euer neuer Lehrer. Das ist der Typ aus dem Café. Wer hätte das gedacht? Oh. Peinlich. Es ist Zeit für das Mittagessen. Ich bin am Verhungern. Haare. Tut mir leid, Kelly. Peinlich. Ich hole meine Brotdose raus. Ich habe alles, was ich brauche, um meine Haare zu pflegen. Ich sollte meine Haare föhnen. Das wird eine Weile dauern. Sie trocknen überhaupt nicht. Es reicht. Zeit für Plan B. Wo ist mein Laubbläser? Meine Haare sind endlich trocken. Ich habe meine Haare gewaschen. Jetzt werde ich sie trocknen. Ein Mini-Ventilator schafft das auch. Meine langen Haare verheddern sich ständig. Ich lasse dich lieber in Ruhe. Das gemacht? Nee, Zöpfe stehen mir nicht. Eine neue Frisur? Ich bin noch nicht mal fertig mit dem Bürsten. Was? Echt jetzt? Ich glaube, ich gehe lieber. Wie fandet ihr unser Video? Schreibt uns, wie lang eure Haare sind und ob ihr Probleme mit ihnen habt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!